Wenn ihr wissen wollt, ob am Wasserfall Forellensprung wirklich Forellen springen und ob sich ein Ausflug dorthin lohnt, dann bleibt dran. Mitten in den Wäldern zwischen Rudersberg und Welzheim befindet sich die Glasklinge und der Wasserfall Forellensprung. Alle Standorte bei Google Maps findet ihr wie immer auf unserer Homepage. Ich starte meine Tour beim Wanderparkplatz Steinenberg. Nach etwa 2 Kilometern mit leichten bis mittleren Steigungen erreiche ich einen unauffälligen und schlecht beschilderten Trampelpfad. Genau hier beginnt der etwa 80 Meter lange Abstieg zur Glasklinge. Gutes Schuhwerk ist hier dringend erforderlich. Unten angekommen erwartet euch eine Kulisse wie aus einem Herr der Ringe-Film. Zahlreiche kleinere Wasserfälle und beeindruckende Felsen machen diesen Ort zu einem echten Geheimtipp. Nach einer kleinen Erfrischung am nahegelegenen Brunnen kann es weitergehen in Richtung Forellensprung. Vom Weg aus führt ein kleiner Trampelpfad bis direkt an den Rand des beeindruckenden Wasserfalls. Der Forellensprung hat seinen Namen aus alten Erzählungen, in denen die Rede von springenden Forellen ist, die den etwa 5 Meter hohen Wasserfall stromaufwärts überwunden haben sollen. Tatsächlich wurde aber noch nie eine Forelle bei diesem Manöver beobachtet. Auch ohne die springenden Forellen ist der Forellensprung wirklich ein Ausflug wert. Allerdings solltet ihr gutes Schuhwerk tragen und den Abstieg zum Wasserfall, wenn überhaupt, dann nur mit äußerster Vorsicht wagen. Fazit: Die Glasklinge und besonders der Forellensprung sind in jedem Fall einen Ausflug wert. Gerade weil die beiden Ausflugsziele nicht direkt mit dem Auto erreicht werden können, ist es hier etwas ruhiger und nicht so überlaufen wie zum Beispiel an den Hirschbach-Wasserfällen.
Also, wenn ihr mal in der Nähe seid, schaut unbedingt mal vorbei. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann unterstützt unseren Kanal mit einem Daumen nach oben und einem Kanalabo, falls ihr es bisher noch nicht getan habt. Ich verabschiede mich von euch, macht's gut, bis bald und bis zur nächsten Folge, euer Rems-Murr-Kanal. Thank you.